all der Zeit gibt es noch Überlebende. Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor labern. So, und damit herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Victor Fahren. Ja, wir haben jetzt hier den Assassine oder halt hier den, halt der drauf kloppt. Das werden wir dann noch bei der Charakterentwicklung auch mit berücksichtigen. Hier haben wir ja irgendwelche Türsteher. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Oh! Können wir auch mal rausgucken. Oh, schön. Gibt es noch Trainingsübungsgelände? Schick. Dass ich die Kamera nicht frei bewegen kann, finde ich zwar nicht so geil, aber naja, gucken wir uns trotzdem hier mal um. Hier ist zumindest schon mal nichts. Falljump, yeah, geil. Und kein Falljump. Boah, das sieht ja da drüben, das hier links hinten. Das sieht richtig krass derbe aus. So, dann reden wir mal mit den Leuten. Ich bin Damien, der Alchemist. Ich kann dir mit nützlichen Vorräten aushelfen, wie Tränken und Bomben. Und du kannst mir mit deinem Gold aushelfen. Wir Alchemisten sollen Gold in Luft verwandeln können. Aber das ist alles im Dienste der Wissenschaft. Wirf einen Blick auf mein Angebot. Heutzutage gibt es keine große Nachfrage durch Jäger. Also ich kann auch Pizza in Luft verwandeln. Und Käse auch. Duftende Luft. Was haben wir Schönes? Zurückkaufen. Okay, der bietet uns so ein Kram an. Wie gesagt, ich habe ja gemerkt, dass man mit der linken Hand auch kämpfen, also mit der auf der zweiten Hand noch eine Waffe ausrüsten kann. Da wollte ich vielleicht eine Pistole, deswegen lasse ich das mal. So, das Schwert ist auf jeden Fall schlechter und warum soll man ein schlechteres Schwert behalten? Ich meine, die sind ja sowieso alle so schnell unnütz, die Waffen. 23 Dinge, ne? Kritischer Schaden um 60%. Also das muss, dieses 150 und 210, das muss echt kritischer Schaden sein. Schrotflinte ist geier, bösartige Schrotflinte. Aber ja gut, die hat ein bisschen bessere Grundwerte. Also ich sag mal, ich gucke jetzt eigentlich hauptsächlich auf die Hauptwerte und beim Overkill. Okay, ein bisschen Lebensenergie. Dann verkaufen wir die. So, Tränke brauchen wir nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Hier immer noch einen Typen. Wunderbar. Noch ein Jäger, der uns alle retten wird. Vielleicht haben wir jetzt endlich eine Chance gegen die unendlichen Horden. Aber vielleicht werdet ihr auch einfach genauso sterben wie all die anderen. Du Arsch. Mein Name ist Victor Fran. Und so einen freundlichen Empfang habe ich in Zagoravia gar nicht erwartet. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Sobald ich ihn gefunden habe, verschwinde ich wieder. Hör zu, Fran. Das ist mir alles egal. Es gibt nur eine Regel. Versprecht Ihrer Majestät nicht das Unmögliche. Jeden Tag versuche ich sie davon zu überzeugen, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Jetzt, wo ihr hier seid, wird sie nur noch entschlossener darauf beharren, in diesem verfluchten Schloss zu bleiben und zu sterben. Sollte das passieren, mache ich euch persönlich dafür verantwortlich. Verstanden? Du Arsch, ey. Geh du doch raus und stirb. Mann, oh Mann, ist das ein Vogel. Oh, den kann man hier nicht mal hinunterdödeln. Ein blöden Arsch. Na egal. So, Fresse halten. Preiset die Himmel. Gott hat in dieser Stunde unserer Not unsere Gebete erhört und dich zu uns gesandt. Ich bin Kasimir, Diener seines Willens und der Patriarch von Zagoravia. Du bringst meinem Volk Hoffnung und Hoffnung ist das, was wir in diesen dunklen Stunden benötigen. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Das ist aber sehr nett. Dankeschön. So. Ohne Kiste. Kisten sind immer gut. Achso, dann wird wahrscheinlich irgendwie ein Händler oder sowas sein noch.
Warum? Man hier runterjumpen kann? Nee, leider nicht. Ist jetzt hier auf die Vormauer hier zu droppen, das wäre eigentlich ganz cool. Nee, schade. Seid willkommen in Zagoravia, Jäger. Ich danke euch, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid und euer Schwert in den Dienst unserer Sache stellt. Mit der Hilfe weiterer Jäger werden wir schon bald den Feind zurückwerfen. Ihr werdet euch beeilen müssen, wenn ihr euren Lohn noch verdienen wollt. Ist echt zuversichtlich, die Dame. Eure Majestät, ich werde gerne für eure Sicherheit sorgen. Alter Schleimer. Wir wollen keine Sicherheit. Wir werden diesen Krieg gewinnen und unser Königreich von den Dämonen befreien. Es wird keine weitere Hilfe kommen, Eure Majestät. Was mich herbrachte, war das Schicksal eines anderen Jägers namens Adrian. Ihr habt bereits aufgegeben, während wir noch aufrecht stehen. Nun denn, wenn ihr euren Freund suchen wollt, müsst ihr nach Süden gehen, in die königlichen Gärten. Die ist echt zuversichtlich. Danke, Eure Majestät. Die Königin hat einen starken Willen. Nur so konnte sie so lange durchhalten. Das ändert nichts. Die Stadt ist überrannt. So ein Selbstvertrauen hätte ich auch ganz gerne. So, dann, wir können hier nicht weiter auswählen, oder? Nee, können wir nicht. Wir können in die königlichen Gärten, dann gehen wir mal hin. Finde 10 Dämonenkräfte, erschlage Spinneneier. Okay. Zerstöre alle Spinnennester im Labyrinth, okay. Schlage Argus den Grauenvollen. Erschlage Schachmeister 01. Und Dirt Rally hat eine neue Rally angekündigt. Schön. Da bin ich wieder. Hast du mich vermisst? Nein. Ich weiß, dass du mich vermisst hast. Ivan, der Schreckliche. Gegen Victor. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wir sind einander noch gar nicht richtig vorgestellt worden. Du kannst mich Stimme nennen. Ich habe derzeit keinen Körper, also ist das recht angemessen. Ja, hier können wir mal, wir haben ja ein bisschen was gemacht hier. Der Frostkrabbler, das ungewöhnliche, diese ungewöhnliche Spinnen, sondern eine Substanz ab, die keinen Alchemisten dieser Welt bekannt ist. Haben sich entwickelt, um Gegner. Chemikalien, okay. Spinneneier, okay. Spinnennest. Ist erwachsen. Brut mit verfluchten Land von Zirgovia. Die Schriften behaupten, diese Dämonennester bis zum Ende der Welt spinnen. Man könnte nicht, aber auf dem. Ja. Aha, also sozusagen die Spawn, das sind Spawner. Cool. Das kann man ein bisschen farmen. Wenn die was ordentliches droppen würden, wäre das ja auch cool. Faszinierend. Manche sagen, dass sie hätte kurze Lebensspanne nur sind. Ja, vielleicht ein Boss. Aber wie sollte ich dich nennen? Milben. Cool. Die Spinnen. Ja, Milbenallergie kriegt man dabei vielleicht sogar noch. Johann. Nein, du siehst nicht wie ein Freund aus. Victor. Nein, das ist einfach dämlich. Genau, nee, nenn mich nicht Victor. Also ich wäre ja für Igor oder ich Ivan. Ich Vicky nennen. Ja, das passt perfekt. Ja, die sind. Kann man hier auch sich das mal. Ach ja, das ist der Codex. Monster. Und Tod. Ja, ein Skelett haben wir auch schon getroffen. So. So ähnlich wie der Pokédex. Ja, wir gucken uns hier das mal auf der ganzen Map um. Ich glaube, mit dem rechten Stick konnte ich mir die da anzeigen lassen, genau. Gut, da kommen wir auf jeden Fall noch hin.
Ja, ein bisschen Geld getroppt. Oh ja, hier sind viele Eier. Dann machen wir die erstmal weg. Und dann kommt schon die ersten raus. Naja, so eine Spezialattacke bringt die dazu zu flüchten. So, dann ab in die Mitte. Wow, unsere Dämonenkraft, die verschwindet schon wieder. Ich wollte ja die mal ein bisschen einsetzen, wenn jetzt mal ein bisschen mehr Gegner da sind. Sonst lohnt sich das einfach auch nicht wirklich. Aber das ist natürlich, jetzt lohnt sich es gar nicht, weil jetzt ist irgendwie die Dämonenkraft schon wieder komplett weg. Jetzt haben wir sie alle. Ja, da kommt schon wieder raus. Na, so, die scheiß Müllen weg. Eine Rolle ausweichen. Ausweichrolle. Hier würde es sich vielleicht sogar schon lohnen. Na. Na, da links sind auch nochmal offen. Also man kann ja auch rechts oben auf der Karte sieht man ja auch, wie viele Gegner hier noch irgendwo sind. Wir klären hier erstmal alles. Klärchen. Okay, jetzt müssen wir langsamer heilen. Na, sieht aus wie ein. Oh, die kann man auch zerstören, die Vase. Gut, gehen wir hier erstmal nach links. Essenz des Frostes. Ah, die lässt sich schlecht. Oh ja, die sind gefährlich. Da kriegen wir Frostbeine. Eisbein. Und die haben wir betäubt. Oh, weg. Ja, merkt ihr schon hier, die hauen schon ordentlich. Flupp. Ja, das ist hier keine richtige Sprungattacke gibt. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Oh, wir können Level aufsteigen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt machen wir gleich mal, nachdem wir hier dieses Ding. Herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt Schicksalskarten ausrüsten. Ja, genau, das ist super. Jede Schicksalskarte erfordert Schicksalspunkte und einen freien Schicksalssatz. Deine Slots und Punkte werden sich bei bestimmten Stufen auf Sting erhöhen. Okay, dann gucken wir uns mal an. Wir wollen ja wirklich einer sein, der ordentlich aufs Gesicht haut. Kritische Trefferchance, mehr Nahkampfschaden. Das ist eigentlich schon Stufe 2. Machen wir mit mehr kritische Trefferchance. Schicksalskarten, okay. Steht sogar noch was im Kodex mit drin. Ne? Du beginnst das Spiel mit 2 Slots für Schicksalskarten und 4 Schicksalspunkten. Du wirst bei Stufenstiegen weitere Slots und Punkte erhalten. Aha, danke. Mal kurz auf das Wichtigste mal zusammengefasst. Ja, hier mal eine Heilstation. Das habe ich schon aus dem vorigen Koop-Spiel schon gelernt. Guck mal, ich mach ein bisschen was. So, oh ja. Okay, die hat Lebensaura, die Spinne. Damit heilt sie ihre Kumpels. Gut, wir haben jetzt mal hier mal ein bisschen unser Special eingesetzt.
Schlachtmeister. Und sehen kann, wie zermetzeln hier die Spinnen. So, die müssen wir auch nochmal wegrotzen. Und wir haben eine Mission erfüllt dabei. Wir haben dafür ein neues Schwert und ein neues Waffe bekommen. Das Schwert können wir uns gleich mal angucken. Wir machen bloß mal kurz hier das Gesinde hier noch fertig. Was ist denn? Man sieht sogar die Furcht anhand des Totenkopfs, der über den Lebensbalken in der Mitte ist, habe ich gerade gesehen. Danke. Gut, wir haben ja erst noch keine zweite Waffe, dann gucken wir mal schnell. 16 bis 4 Dings hat ein bisschen mehr kritische Trefferchance. 100%. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt besser, das Schwert, was wir jetzt hier gekriegt haben. Tanzende Schrotflinte des Assassinen. Grün scheint die Seltenheitsgrade sein. Angriffsgeschwindigkeit ist 12%. Trefferchance 16%. Entschuldigung. Sorry. Wie dumm. Ja, wenn er Dark Souls spielt, dann drückt er immer LB. Gerade wenn man so Linkshänder-Style mitmacht. In Dark Souls 2. Und hier ist natürlich LB Rolle. Was in Dark Souls Kreis ist. Daher vertue ich mich hier auch manchmal mit dem Tastenbefehlen. Wie jetzt gerade eben. Ja. Man kann jetzt nicht mal sagen, ich würde es mit Backsteps lösen, weil das sollen alles Backsteps sein, weil Backsteps gibt es hier nicht. Eine nette Sache auch, was ich jetzt gerade auch mal anmerken möchte, es gibt hier sogar eine Anti-Verlaufen-Funktion, wo man dann hier auf der Map rechts sieht, wo man langgelaufen ist anhand der schönen Punkte. So, klack. Ich kann es ja so machen. Ein Dungeon, eine Folge. Und noch einen Heiltrank gekriegt. Sehr schön. Hier gibt es wieder Eier. Und jetzt haben wir unsere Spezialfähigkeit aufgeladen. Aber jetzt gibt es wieder keine Gegner, wo man die einsetzen kann. Das ist ein bisschen schade. Ah, hier ist ein bisschen was. Setzen wir hier gleich mal ein. Hier gibt es sogar noch Gold. Hier haben wir noch einen Totenkopf. Da müssen wir da auf jeden Fall noch hin. Auf der Map. Also müssen wir ganz still kurz gleich nochmal ein kleines Stück zurück. Weil da gibt es was zu finden. Zumindest sieht es so aus. Na, gucken wir uns das mal hier an. Ach, eine große Spinne, deswegen. Champion Frosch Krabbler. Also sozusagen eher die. Oh, noch eine große. Wir haben sogar unsere Spezialfähigkeit wieder frei, also ab. Oh ja. Haben wir gerade alles sehr geil bezahlt. Und ja, wir können unsere Spezialfähigkeit hier raushauen. Machen wir das gleich mal. Ups. Ah, den haben wir gerade mit Furcht erfüllt. Ups, heilen mal kurz. Und die hat sogar was fallen lassen. Ein Hammer. Eine Reihe von Angriffen gegen einzelne Ziele. Die dritte Attacke erzeugt höheren Schaden und stößt Feinde zurück. Schön. Ja, damit werden wir uns mal umfangreich mal beschäftigen. Hier Schnitt, diese stößt einzelne Gegner zurück. Das haben wir ja gerade. Vorpreschen Attacke gegen einen Einzelnen, der einen Gegnerzustand betäubt. Jedes Mal, wenn eine kritische Treffer landet, erzeugt darüber hinaus einen Zustand betäubt allein. Okay.
Also es gibt auf jeden Fall viele Funktionen. Nachschuss, erhöhte Geschwindigkeit. Gezielter Schuss, ne? Wie gesagt, da kommen wir auch noch mit hin. Ah, ich sehe gerade, unsere Tränke, die haben auch eine gewisse Cooldown-Zeit. Das heißt, wir können jetzt nicht unbedingt die Tränke die ganze Zeit spammen. Okay, unsere Laufmarken gehen doch wieder weg. Auch mal vielleicht interessant, wenn man das dann mal... Wenn man vielleicht mal in eine größere Schlacht reinrennt. Mal einen schönen Garten. Ich auch mal interessant, ob man hier irgendwo noch hinkommt. Naja, nicht wirklich. Bis jetzt kommen wir relativ gut drauf, gut klar noch mit draufhauen. Wahrscheinlich wird das später dann doch ein bisschen taktischer, dass wir ein bisschen mehr rollen müssen. Schau nur, Vicky. Ein Labyrinth. Das sieht spaßig aus. Lass uns da reingehen. Der war gut, der Angriff. Oh, wir haben ein neues Level. Plus 300 Lebenspunkte. Das ist auch mal richtig gut. Herzlichen Glückwunsch, deine Lebensenergie ist eingestiegen, sodass du mehr Schaden aushalten kannst. Yay. Weiter. Zusätzlich zu deinen Fähigkeiten wirst du bei jeder Stufe einen Bonusgegenstand erhalten. Bitte wähle deine Belohnung aus, um die Stufe aufzusteigen. So, dann können wir gucken. Also 5% mehr Fernkampfschaden, bis jetzt haben wir keine Fernkampfwaffe. 10% mehr kritischer Schaden. So viel aus, wir kriegen ja genug Ausrüstungsgegenstände. Wir machen mal hier. So, guck mal schnell, haben wir die ausgerüstet? Ja, die haben wir ausgerüstet. Wir haben jetzt quasi, kann ich da hin? Ja. Trefferchance und mehr kritischer Schaden. Das ist eigentlich eine ganz gute Investition. Dann gucken wir mal, was wir noch Schönes gekriegt haben. Wir haben hier den Diamanten. Diamant verbreitet, beschwört ein magisches Schild. Okay, wir sind aber eher der Draufhaber und wir brauchen kein Schild, wir brauchen Explosion, also unsere Kraft, die wir haben, die ist eigentlich schon ganz geil. Wir springen mal hier rüber. Ich guck mal, dass man jetzt hier irgendwo ganz viele Gegner kriegen. Jetzt kannst du deinen Weg wieder rausfinden? Sehr schön. Ey, das gilt nicht. Kein Springen. Doch, doch. Springen ist in Ordnung. So, wir machen mal die kleinen Spinnen, um unsere großen Attacken wieder schnell aufzuladen. Also wir brauchen die bloß hier, um hier die Special zu laden. Ja, wir haben die Eier geteilt. Das war taktisch jetzt nicht so krass. Okay, wir haben eine Schurke gekriegt, nochmal ein Special. Ah ja, hier kommen wir auch nochmal alle raus. Okay, wir haben ein Special wieder frei, dann setzen wir den gleich mal ein. So, oh, hier ist eine Kiste. Mach mal gleich. Schwert des Assassinen. So. Sehen können, sehen Sie, dass ich gleich wieder ein Special habe. So. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, mal hier ein paar Eier wieder zu zerstören. Was haben wir hier Schönes? Ein Altar oder sowas. Ich sag mal, im Korb kommst du hier weitaus schneller durch. So, jetzt können wir ganz kurz hier reingucken. Der Krieger. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben ein paar Schicksalskarten gekriegt. Schicksalskarten. 30% mehr kritischer Schaden. Keine Lernslots. Dann, genau, dann legen wir
die ab. Mal gucken. Und die ist auch bloß Level 1. Also ich sag mal, wenn ich hier die Möglichkeit habe, Level 3 und Level 2 Karten grün zu kriegen sogar, dann nehme ich die doch. Genau, also wir machen jetzt 10% mehr Nahkampfschaden und 30%. Oh. Schicksalspunkte. Ach, das sind. Ah, okay. Wir haben 4 Schicksalspunkte. Okay, und wir können anhand der Schicksalspunkte. Okay. Also wir haben hier verschiedene Schicksalspunkte. Das sind nicht Level der Dings. Jede Karte braucht Schicksalspunkte. Gut, okay, wir können 10% kritischer Schaden. Und hier haben wir 30% kritischer Schaden. Jetzt haben wir die Karte ausgerüstet, die hat 3. Und wir sehen jetzt hier in der Mitte, haben wir schon 3 von 4 Schicksalspunkten. Okay, und jetzt können wir nur noch eine Karte ausrüsten, dann rüsten wir die aus. Dann haben wir 4 von 4 Schicksalspunkten und unseren Charakter perfekt ausgerüstet. Okay. Jo, das ist richtig cool. Wieder was richtig Geiles gelernt. Achso, wir haben ja auch noch ein paar neue Waffen gekriegt, die können wir uns auch gleich mal angucken. Schwert des Assassinen. 23, 25. Hat mehr kritische Trefferchance. Kritische Trefferchance um 13 erhöht. Okay. Genau, hier gleich hin. Oh, hier ist sogar ein Dings. Wir gehen mal kurz dahin. Overdrive, Vitalität. Oh, hier gibt es noch ein Zeug. Oh, XP können wir hier sammeln. Sehr schön. Nehmen wir gleich mit. Okay, wir müssen uns mal eins bezeichnen. Okay, hier sind noch mal ordentlich Spinnen. Da können wir gleich. Oh. Vielleicht können wir die noch hinlocken. Schade, nee. Leider nicht so geklappt, wie wir wollten. Oh, immer erstmal den ganzen Kram hier betäubt. Und jetzt kommt schon die nächste. Hier bei Milben. Und hier haben wir das nächste Nest. Hier meine Lampe. Oh oh. So, jetzt gehen wir hier nochmal. Wenn wir gerade so schön dabei sind. Und toll, nicht getroffen. Okay, da sind noch ein paar Eier. Oh, wir haben wieder ein neues Level. Wir kriegen sogar noch ein paar XP dazu. Eier und frei. Guck mal. Level 4, zweite Waffe. Ja, jetzt können wir uns die Waffe ausrüsten. Du kannst eine zweite Waffe ausrüsten. Sehr schön. Deine neuen Fähigkeiten wirst du bei jeder Stufe einen Bonusgegenstand erhalten. Da, da, da. Jetzt können wir uns hier was auswählen. Der Hammer, die Waffe. Die Waffe sieht eigentlich auch gar nicht schlecht aus mit ihren krassen Schaden. Und ich wollte diesmal auch eine Waffe eigentlich nehmen. Genau, jetzt können wir ganz kurz gucken. Aha, zweitweiß X. 20 bis 26 bis Dings. Das ist eigentlich sogar weitaus stärker. 26 bis 52. RB können wir jetzt das mal auf die Pistole wechseln.
Das wechsel mal wieder auf die Schwertwaffe, genau. Jetzt haben wir sogar noch Geschwindigkeit gespammt. Okay, da hinten links sehen wir noch ein Nest. Das können wir uns gleich mal angucken. Nee, ist gar kein Nest. Das tauchen wir die Spinnen. Okay. So, dann gucken wir uns das Tor an und ich denke mal, dann können wir auch gleich die Folge beenden. Tja. Oh, ein Heilstein. Ist hier noch was Schönes zu sehen? Nö. Ein paar Secrets wären geil. Vicky, das hier ist ein so spaßiger Ort, voll von uralten Dingen, schrecklichen Dingen. Dingen, die mit einem Kavumm in die Luft fliegen. Der zu Bau schade, der dass du nicht hinein kannst. Vielleicht, wenn du etwas größer wärst. Okay, ich sag mal so, wir sind jetzt hier, dann beende ich jetzt mal die Folge. Macht's gut, tschüss.